So, willkommen zurück zu The Universum. Das müsste Folge 21 vom Patch Sky High sein. Und hier drüben ist ein Dorf mit dem Namen Leng. Die sind noch neutral. Von daher wäre es vielleicht nicht verkehrt, hier einen Wachturm mal zu bauen. Nicht, dass die mal meine Universität überfallen. Alter 61, oh Gott. Die sind schon echt lange in der Uni. Aber ja. Warum nicht? So, wir erwarten demnächst einen Sturm. Von daher hoffe ich einfach, dass meine Leute diesmal alle in die Bunker gehen. Haben wir eigentlich schon die verbesserten Bunker? Verstärkte Bunker, jawohl. Moment. Friseur. Wir machen einfach hier Bunker. Alles aus. Bunker. Kann ich nicht verbessern. 11 Stück haben wir. Das sollte für ein paar Leute reichen. Ja. Der Sturm kann kommen. Oh, hier könnten wir mal eine kleine Regenwolke drüber setzen. Hier könnten wir mal ein paar Bäume pflanzen. Hier auch. So. Hier auch noch ein paar. Da, hier. Schaden bestimmt auch ein paar Bäume nichts. Hier machen wir noch mal eine Regenwolke. Nein, eine Regenwolke habe ich gesagt, die ist bei Zorn. Nicht, dass uns mal das Wasser ausgeht. Hier machen wir auch 2 Regenwolken hin. Hier dürfte kein Problem sein. Hier, das ist auch eine riesen Wasserfläche. Der ist wieder ein bisschen kleiner. Regenwolke. Hier wird zwar noch nichts gefördert. Füllt sich sehr gut. Hier ist auch noch nichts dran gebaut. So wie es ausschaut. Ein Nugget beginnt an mich zu glauben. Ah, komm. Ja, wir machen hier einfach mal noch eine Wasserpumpe hin und eine Fischerhütte. Restaurant hätten wir hier. Ich mach mal. Moment, was wird hier gebaut? Friedhof. Truthahnhaus. Ich mach mal hier noch ein Restaurant mit hin. Feuerwehren müsste ich mal abwarten. Ah, wobei Feuerwache wird dort schon wieder gebaut. Das könnte eigentlich alles ganz gut klappen. So, Sturm, wie sieht's aus? Wo bleibst du? Wir schauen mal kurz, wo so meine verletzten Leute sind. Ihr arbeitet schon im Schichtdienst und du bist trotzdem zu schwach, um zu arbeiten. Oh Gott.
Na gut. Schauen wir mal weit. Ich hab dich doch gerade geheilt. 92. Da wollen die Leute handeln, die sowieso immer so schlecht drauf sind. Oh, die haben ja gar nichts. Okay, ich möchte einfach nur ein klein wenig Öl und ihr bekommt von mir. Paar Bäume. Jede Menge Bäume. Und dazu noch ein paar Steine. Und ein paar Heilkräuter. So. Das muss ja ein super Geschäft für euch gewesen sein gerade. Da hat sich wer verletzt. Tralala. Da hat sich wer verletzt. Du wirst geheilt. Na, du wirst geheilt. Tralala. So, wie sieht's jetzt aus? Wollt ihr endlich hier hinten mal ein paar Häuser bauen? Da ist jemand blau. Und du wirst gleich direkt mit dem verheiratet. Da. Es zieht Wind auf. Totengräber? Nein. In der Universität. Okay, dann macht mal Alarm. Alarm. Oder brennt's noch irgendwo? Nee, hier brennt's nicht. Leute, geht in die Bunker. Es ist im Moment genug Zeit. Und ein paar habe ich ja. Wehe, wenn ich jetzt noch jemanden hier draußen sehe. Versteckt sich, versteckt. Versteckt sich sehr gut. Versteckt sich, hebt Ressourcen, oh Gott. Versteckt sich. Leute, du ab nach Hause. Da rennt auch noch einer. Freundlich, ach so, von wo sind die? Okay. Die gehen hier spazieren. Wenn ihr sterbt aus Längen. Okay, wir schauen mal. 48. Gott, das könnten unsere Jäger sein. Die sind wieder irgendwo draußen unterwegs. 59. Schnell. Geht in Sicherheit, Leute. Geht zum Bunker, sehr gut. Blöd, dass du nichts zu trinken hast. Die haben alle Durst. Tralala, verdammt noch mal. Wobei jetzt, ich heile jetzt Leute, die 72 sind, 72 in der Gesundheit sind. Und da läuft der Sturm schon eine Weile. Gut, 66 ist schon wieder ein bisschen weniger. 65.
Keine Ahnung, wo der ist. 63. Da ist wohl jemand gerade gestorben. Achso, der Totengräfer holt gerade die Leute. 60. Ach komm. Du warst wahrscheinlich gemeint. 55, das kann knapp werden. Echt schlechtes Wetter gerade hier. Zack und zack, dich auch. 51. Die Farmen sind mir gerade egal. Nahrung haben wir genug. Sollen bloß nicht so viele Leute hier sterben diesmal. Zack. Oh Gott, 43, 42. Die Gesundheit droppt sehr weit runter. So, 38, oh je. Oh Gott, oh Gott. Pause. Entweder brennt in ihrer Zivilisation was. Oh Gott, hier, hier, hier. Das sieht nach Feuer aus. Was ist es denn? Eine Steinhütte. Leute. So. Tobt der Sturm jetzt immer noch? Ich glaube. So, Sturm ist zu Ende. Leute, ihr könnt alle wieder in Ruhe arbeiten gehen. Erholt euch. Ich schnapp mir die letzten, die so krass verletzt sind. Tut nichts. Du gehst mal schön arbeiten, trinken. Hol dir was zu trinken. Geht trinken, sehr gut. Ihr solltet viel mehr trinken. Dam-di-dam. Ich glaube, das Spiel speichert gerade wieder. Deshalb haben wir kurz Standbild. So, ich glaube... Du wirst wieder das Problem sein. 35. Oder dich. 34. Okay, wir haben Winter. Nutzen wir den Winter, damit sich unsere Leute ausruhen können? Ich glaube ja. Wasservorräte haben wir noch ein bisschen. So, da haben wieder welche geheiratet. Das ist in Ordnung. Oh Gott, und jetzt haben wir keine Pünktchen mehr. Und hier liegen schon welche im Krankenhaus. Mit 40, komm. 40 Energie wirst du geheilt. Wie viel Energie hast du? 45. Da kann man dich mal noch ein bisschen ausruhen lassen.
So, jetzt bist du auch gesund. Freue dich des Lebens. So, und wir springen jetzt mal. Wow, okay. Universitäten sollte ich jetzt doppelt besetzen können. Mit einer zweiten Schicht. Professoren. Das war jetzt die. Dann machen wir hier auch eine zweite Schicht dich und dich. Schwache Professoren. Dann geht's weiter. Professoren, die immun sind. Da hat sich wer verletzt. Tralala. Ein Fressack und ein Immunen. Und weiter geht's. Immun und einen Schwachen. Ich glaube, das waren alle unsere Universitäten, oder? Ja. Die Äpfel. Wildapfel. Ernte ruiniert. Schon okay. Hier, Feuerwache. Da möchte ich fleißige Leute sehen. Papa, nehme dich und dich. Was war hier? Nichts. Oh, Moment. Ja und ja. Denn wir brauchen hier Leute, die was gelernt haben. Komm, nehmen wir auch noch einen davon rein. So. Haben wir schon mal zwei Schichten eingeführt. Einmal in der Wetterstation und einmal in den Universitäten. Nahrung haben wir genug. Von daher. Wo machen wir die nächsten Doppelschichten rein? In erster Linie würde ich denken, vielleicht in den Kurierhütten. Denn die müssen wirklich viel rumlaufen. Ingenieure natürlich auch. Wobei ich extrem viele Ingenieurshütten habe. Das heißt, da würde ich super viele Leute benötigen. Ich schau mal kurz, wie viele Feuerwachen habe ich jetzt? Fertig. Zwei Stück. Okay, das ist noch nicht wirklich viel. Das ist noch nicht wirklich viel.
Ingenieure, das Ding ist noch nicht mal verbessert. Steinraffinerien. Könnten wir auch eine doppelte Schicht reinmachen. Feuerwache fertig. Sehr gut. Das wollen wir sehen. Bam, bam, bam. Hier hinten. Ah, wobei, komm. Viel rumlaufen hilft viel. Und damit beenden wir mal unsere Folge. Ich sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.